So, na dann. Notfallankunft. Okay, alles klar. Shit. Keine Luft. Kann man hier irgendwas... Oh, hier haben wir da was. Jawohl, Energieknoten. Ja, oftmals lohnt sich das wirklich mal, sich nochmal kurz so ein bisschen umzusehen und nicht sofort durchzurennen. Oh, Scheiße. Tightman fand sie in der Nähe von Ege 7 durch das All treibend und brachte sie hierher, um sie zu untersuchen. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Der Marker, den sie fanden, hat ein sich selbst replizierendes Signal in ihr Gehirn gepflanzt. Je länger sie wach sind, desto stärker wird es, bis es sie umbringt. Tightman gab ihnen Erinnerungshämmer, um das unter Kontrolle zu halten. Sie sagten, sie könnten das beheben. Nur wenn sie rechtzeitig bei mir sind. Bahnstation, beeilen Sie sich! Aha, schön. So, schnell Stase aufgeladen. Und... This is the way. Okay, hier können wir nicht lang. Können wir da vorne noch irgendwas irgendwie uns grabbeln von irgendwo? Nö. Nee. Ja, hier unten findet man ja öfters mal so kleine Treasures. Sei nur der Peng. So, für die, die es jetzt nicht wissen, irgendwie, es gibt quasi eine Trophäe für die PlayStation 3. Oder Trophäensystem der PlayStation. Es gibt immer Peng oder irgendwas heißt das Ding. Da findet man so eine kleine Statue. Der Peng. Und die ist halt auch in so einem Schienensystem versteckt. Völlig mies. Total mies. So ein bisschen was Nostalgisches, ne? Weil ich sag mal, ich glaube Dead Space 1 kam 2009 raus, bin ich der Meinung. Ja, war schon eine krasse Zeit damals. War schon eine krasse Zeit. So, was haben wir denn hier? Sollen wir das hacken? Okay. So. Geht's? Audiolog. Alle herhören, hier spricht Sorensen von der CEC. Trennt ihre Extremitäten ab. Nur so könnt ihr sie erledigen. Kommunikation ist offline. Wir können nicht rausfunken. Sagt es also jedem, den ihr seht.
So, gut. Und hier haben wir sie. Die Werkbank. Und hier können wir unseren Stuff ein bisschen aufmodden. Und ich würde natürlich sehr gerne erstmal gucken. Der Plasma-Cutter. Wir haben 5 Knoten und ein Punkt ist jeweils. Haha, wer jetzt gedacht, ein Knoten. Okay, ich würde jetzt einfach mal vielleicht. Und ihr seht, wir haben natürlich hier leider ein paar Knoten, die wir halt leer setzen müssen. Aber naja, so ist es halt. Gut, ich setze mir erstmal einen auf Schaden. Und Kapazität wäre natürlich auch nice. Was haben wir denn da? Nachladen und Tempo. So, 2 Stück noch. Machen wir es mal so. Okay, kein Knoten mehr. Die Rig können wir noch aufladen. Das ist quasi unser, das Element, was wir auf dem Rücken haben, was unser Indikator, welcher unser Indikator ist, wie viel Power wir haben. Und ihr seht, wir können halt noch ein bisschen TP erhöhen. Wir können Schadensreduktion reinhauen und wir können die Luft erhöhen, irgendwie, die wir im schwerelosen Zustand haben. Und wir können natürlich unser Stasenmodul pimpen. So, okay, schauen wir mal. Wir haben hier nochmal einen Shop. Können wir den jetzt was kaufen? Ja, jetzt können wir was kaufen. Okay, alles klar. Was ist das? Das Harpunengewehr. Und die Strahlenkanone. Die Strahlenkanone ist ziemlich krass, weil die halt einen breiten Strahl schießt irgendwie, was natürlich bei Gegnermassen extrem nice ist. Aber ja, ich sehe ich jetzt noch keine Dringlichkeit da drin, das Ding zu kaufen. So, den Halbleiter, den können wir verkaufen. Der ist nur zum Verkaufen quasi da. Und ja, der Rest, der bleibt erstmal, wie er ist. So, okay. Was mit dir? Entschuldigung. Oh, sehr schön. Na, komm. Was ist da los? Das Schwein. Kommt hier noch einer? Total sinnvoll, in diese Richtung zu laufen. Hat deswegen so schnell bei mir gewesen. Hier spricht Direktor Deitmann. Ein stationsweiter Notfall ist eingetreten. Gemäß des Bürgerrechts verhänge ich hiermit ab sofort. Okay. Bürger haben die Station zu räumen. Gut. Plünderer werden erschossen. Das ist keine Übung. Begeben Sie sich sofort zur Evakuierungsroute. Alles klar. So, ziemlich viel Health, das ist ganz gut. Und es gab noch ein Stars-Modul. Wir müssen da lang. Okay, hier kommen wir nicht durch. Was ist das? Okay, ich hab bloß so ein random Panel. Na gut. Achtung! Hier spricht Direktor Dein. Das ist mein Stase-Pack. Ja, tatsächlich kann man da mal so ein bisschen überlegen, die Stase-Packs zu verkaufen. Hier braucht man Energieknoten. Das ist natürlich ärgerlich, oder? Man braucht einen. Habe ich aber nicht. So eine Scheiße. Na gut. Dann ist das jetzt der Weg. Holy moly! So, das ist aber ein Knoten. Oh shit. Oh shit. Was ist denn scheiße Effekt da? Ja, und diese Infekter, die ihr gerade jetzt da drüben gesehen habt, die swappen quasi halt zu den Leichen und verwandeln die Necron aus. Und das ist so uncool. So, Untertreibung des Jahrhunderts. Das ist so uncool. Okay, gut. Bevor wir uns dem Chaos da drüben hingeben,
mich natürlich nochmal geneigt, ihn anzuschauen. Und was werden wir finden? Per Klein. Schema. Ah, okay. Schema ist natürlich ganz nice. Halbleiter Rubin. Munition. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das. Also, das Schema ist halt ganz geil. Die können wir in den Shops einlösen. Bei dem Rest weiß ich jetzt nicht, irgendwie, ob das jetzt Energieknoten wert war. Wir gucken. Wir gucken. Wichser. Oh. Und mal schön daneben geschossen. Okay, wir finden jetzt ziemlich viel Munition für das Harpoon-Gewehr. Welches wir nicht haben. So, wo wollen wir denn hin? Zutritt haben wir jetzt bloß. Okay. Hm. Uncool in so einem Fahrstuhl. Wirklich uncool. Eieieiei, die sind auch fies. Die sind auch fies irgendwie. Ja, die krauchen am Boden und sind verdammt fucking schnell. So aufpassen bei den Viechern. Okay. Da müssen wir lang. Aber das Geschrei sagt mir, vielleicht sollten wir da nicht hingehen. Geh mal da nicht drin. Ist voll uncool. Okay. Ist nichts weiter. Scheiße. Nein, ich lasse meine Mutter nicht. Wir müssen hier weg, sofort! Sammelt man die Dinger einfach nur daneben. Das ist echt ärgerlich. Ja, versuchst du ein bisschen. Schön. Schön. Okay. Sitz! Gib ihm den Wichser! Ja. Durchsemmeln, ey. Kaputt nix. Gib mir das her. Gib das her. Reicht jetzt, ja. Hau schon hin, hau schon hin.
rasten ja alle aus. Fuck, wusste doch. Schon Kopf, um weiter anzugreifen, ne? Ja, das war jetzt nicht so gut. So gut. Nachladen. Ich muss mich wirklich erstmal wieder so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. War ein bisschen Augenblick halt zu schlagen, die Tasten zutreten und das ist schon ein bisschen weil lange nicht mehr über die Pets gezockt hat. Naja, keine Ausreden für mein noobiges Spielverhalten.